Gegen Langeweile kennt Christoph ein perfektes Mittel. Er ruft eine E-Mail von euch auf und schon findet er eine spannende Frage. Lieber Christoph, in den Eingängen zu den Kaufhäusern bläst oft ein Wind, der einen anpustet. Warum wird das gemacht? Könntest du mir das bitte erklären? Viele Grüße, dein Leon. Gute Frage. Aber wie beantworten? Erstmal in die Stadt gehen. In eins der großen Kaufhäuser. Da ist der Eingang. Und da, wenn er sich in den Eingang stellt, da bläst es tatsächlich. Da oben aus den Schlitzen wird Luft nach unten geblasen. Wie kann Christoph mehr dazu erfahren? Vielleicht weiß der freundliche Verkäufer mehr. Ja, er schickt Christoph einfach zu den Leuten, die das im Kaufhaus eingebaut haben. Das ist eine richtige Fabrik mit einem richtigen Fabriktor. Und oben an ihrem Fabriktor haben die auch so eine Kiste mit Schlitzen. Da sind sie. Um zu verstehen, was diese Kiste kann, haben die Leute in der Fabrik erstmal Rauchkerzen angezündet, weil man Luft ja sonst so schlecht sehen kann. Oben an dem Tor zieht die warme Luft und damit auch der Rauch von drinnen nach draußen. Wenn man dann die Rauchkerze langsam nach unten bewegt, wird der Rauch auf einmal nach innen geblasen. So weht also die kalte Luft von draußen nach drinnen. Und in der Mitte wird es dann ganz neblig. Und wieder oben weht warme Luft nach draußen. Das ist übrigens an jedem Fenster so. Und mit diesem Kasten kann man das verhindern, sagen die Leute in der Fabrik. Einfach, indem man Luft durch diese Schlitze bläst. Die haben wir ja schon im Kaufhaus gesehen. Was hinter den Schlitzen im Kasten passiert, das kann man hier sehen. Das helle Teil da vorne ist ein Heizkörper, falls man im Winter mit warmer Luft pusten will. Und damit wird gepustet. Ein ziemlich dicker Ventilator. Der saugt auf der einen Seite die Luft an, hier auch unseren Rauch, und bläst sie durch die Schlitze auf der anderen Seite wieder raus. Da bläst er dann ganz schön kräftig, damit der Luftstrom auch bis zum Boden reicht. Ob das bei dem großen Fabriktor auch funktioniert? Am besten gleich mit voller Kraft blasen. Und schon sieht man den Luftstrom. Und wirklich wird die warme Luft von oben nach unten gedrückt, statt nach außen zu entweichen. Unten bleibt die kalte Luft draußen. Fast scheint es, als würde die Luft aus den Düsen innen und außen trennen. Weil die hier in der Fabrik so viele Pustegeräte haben, können wir das ausprobieren. Diesmal wird die Luft oder besser der Wind mit Wollfäden sichtbar gemacht. Gebläse einschalten. Da geht's los. Da wehen die Wollfäden. Jetzt kommt der Kasten von oben ins Spiel. Und jetzt hängen die Wollfäden runter. Als gäbe es keinen Wind, dabei blasen draußen die Ventilatoren kräftig weiter. Um euch den Luftschleier, so nennen die Leute in der Fabrik diesen Luftstrom, besser zeigen zu können, werden jetzt bunte Rauchkerzen angezündet. Blau für die kalte Luft draußen. Und rot für die warme Luft drinnen. Boah, dicke Luft. Schnell den Luftschleier anschalten. Da kommt er, der trennende Luftschleier. Blau bleibt draußen.
und rot drinnen. Oben am Fabriktor auch. Christoph will wissen, was passiert, wenn der Luftschleier ausgeschaltet ist. Dann zieht der blaue Rauch wieder rein. Und auch der rote Rauch geht oben wieder nach draußen. Und damit natürlich auch die warme Luft. Da solltest du besser den Luftschleier wieder einschalten, Christoph. Jetzt ist alles wieder so, wie es sein soll. Blau, also kalt, draußen und rot, also warm, drinnen. Prima Sache, so ein Luftschleier, wie eine unsichtbare Tür. Luft von oben durch die Düsen und man kann einfach durchgehen. Na, oh. Das war allerdings eine richtige Tür aus Glas. Aber die sind ja auch ganz praktisch. Alles klar, Leon? Frage beantwortet? Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.